Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Video von The Cruise Vibes und heute schauen wir uns die letzten beiden Tage an Bord der Excellence Countess an. Wir fahren von Köln zurück in Richtung Mainz, legen aber nicht in Mainz an, sondern in Ludwigshafen. Das klingt jetzt erstmal ungewöhnlich, normal starten Kreuzfahrten ja auch ungefähr dort, wo sie enden. Hier ist das ein bisschen anders, denn die meisten Gäste kommen ja aus der Schweiz mit den Reisebussen. Das heißt, da ist es ganz egal, wo man anfängt und aufhört. Die Busse stehen dann am richtigen Hafen bereit. Und so hat man das hier gewählt, dass man dann von Ludwigshafen aus ganz bequem mit dem Bus rüber zum Weihnachtsmarkt von Mannheim fahren kann. Somit haben die Gäste aus der Schweiz dann den Mainzer, Kölner und Mannheimer Weihnachtsmarkt gesehen. Wir sind jetzt aber erstmal am dritten Tag der Reise immer noch in Köln, bleiben auch den Vormittag noch hier, sind also über Nacht in Köln geblieben. Am Vormittag war ich nochmal mit der Bahn unterwegs, das werdet ihr dann im nächsten Video sehen können. Und kurz vor dem Mittagessen hieß es dann Leinen los und wir haben Köln wieder verlassen. Das Auslaufen habe ich mir dann vom Sonnendeck aus angeschaut, obwohl das Wetter ziemlich schlecht war, hat ganz gut geregnet. Der Schnee, wie ihr sehen könnt, war auch schon wieder weggetaut. Also wirklich kein schönes Wetter heute. Trotzdem wollte ich mir das Auslaufen zumindest oben vom Sonnendeck aus anschauen. Vorbei an den gewaltigen Schiffen der KD, hier die Rheinenergie, größte Fahrgastschiff hier auf dem Rhein. Für Ausflüge natürlich schon ein sehr beeindruckendes Schiff. Vielleicht besteht da auch mal die Möglichkeit, dass ich es euch hier mal vorstellen werde. Dann habe ich mir hier eben noch einen kleinen Teil der Ausfahrt angeschaut, aber ihr seht es schon an den Regentropfen auf der Kamera, das war wirklich kein schönes Wetter und deswegen ging es dann auch gleich rein. Außerdem stand dort das Mittagessen an. Wie immer Vorspeisen, Salate, Suppen vom Buffet und hier sehen wir jetzt eine Hauptspeise, die aus der Küche kam, den Fisch, den kann man sich immer aus der Küche bestellen und ich hatte Hunger, deswegen gab es hier noch einen zweiten Hauptgang vom Buffet und ein leckeres Eis als Dessert, das kommt dann auch aus der Küche und Kaffee gibt es wie immer mit dazu. Ja, den Nachmittag haben wir dann in der Panorama Lounge verbracht und die Schifffahrt auf dem Rhein genossen. Ist eine ganz interessante Strecke, die wir hier befahren, denn wir fahren jetzt ja, bei Tageslicht ungefähr bis kurz vor Koblenz. Das ist meistens eine Strecke, die man bei Nacht befährt, weil die meisten Kreuzfahrten ja in Köln starten. Dann sieht man ungefähr bis Bonn die Strecke bei Tageslicht und den Rest sieht man dann eben nicht mehr. Und so ist es ganz interessant, dass wir heute mal diese Strecke hier bei Tageslicht befahren. Jetzt haben wir hier erstmal die Strecke nach Bonn. Hier haben wir Bonn auch schon erreicht. Bis hierhin kennt man das, wenn man schon Flusskreuzfahrten auf dem Rhein gemacht hat. Aber der weitere Teil ist dann bei vielen Kreuzfahrten zumindest bei Nacht. Und wir können uns das Ganze heute bei Tageslicht anschauen. Hier haben wir jetzt eben erstmal die Passage von Bonn, auch eine sehr sehenswerte Stadt. Da fahren wir jetzt aber ohne Halt dran vorbei. Wir fahren jetzt nämlich tatsächlich ziemlich lange. Wir werden erst am späten Vormittag morgen in Ludwigshafen ankommen. Also wirklich eine lange Fahrzeit, jetzt viel Zeit zum Entspannen und Erholen und Landschaft genießen. Wir haben jetzt hier eben die Hochhäuser des ehemaligen Regierungsviertels von Bonn passiert. Hier sehen wir das Luxushotel Camea Grand, auch ein imposantes Gebäude. Ja, generell haben wir hier in der Region viele bekannte Hotels. Hier sehen wir Petersberg, ein Steigenberger Grand Hotel und früher wurden hier auch die Besucher der Regierung untergebracht, als Bonn noch Hauptstadt war. Kurz danach das Rheinhotel Dresden, auch mit einer sehr spannenden, wechselhaften Geschichte. Und dann geht es vorbei an Königswinter. Und hinter Königswinter passieren wir dann auch gleich den Drachenfels, ebenfalls sehr, sehr sehenswert. Auf den Drachenfels führt eine Bahn hinauf und dann gibt es hier dieses Schloss, ein modernes Schloss ist das sozusagen. Das ist noch gar nicht so alt, das wurde nachträglich in einem alten Stil dorthin gebaut und eine Burgruine gibt es aber eben auch noch, die sehen wir hier. Die ist also natürlich dann original und schon ziemlich alt. Beides auf dem Berg. Hier haben wir nochmal das moderne Schloss. Also der Berg auch sehr sehenswert. Ja, und hier haben wir jetzt kurz dahinter die Passage von Bad Honnef.
und der Insel Grafenwert im Zeitraffer. Und ihr seht schon, ja, das Wetter wurde auch nicht mehr besser heute, also leider keine optimalen Bedingungen für eine Flusskreuzfahrt. Aber ich finde, man kann das trotzdem immer noch genießen, hier die Landschaft zu beobachten, auch wenn sie natürlich in diesen grauen Tönen nicht ganz so schön wirkt. Trotzdem einfach sehr entspannend, so eine Flusskreuzfahrt. Ja, hier sieht man leider auch, dass die Kamera ein bisschen Probleme mit dem Weißabgleich hatte. Da habe ich die Einstellung nicht gut gestellt. Da war leider noch eine Automatik drin, die hatte hier ein bisschen Probleme mit dem Grau in Grau des schlechten Wetters. Danach ist die Strecke gar nicht mehr so spektakulär. Man hat immer mal wieder einzelne Schlösser und Burgen. Hier haben wir gerade die berühmte Brücke von Remagen. Ja, und dann wurde es eben auch schon dunkel. Und dann ging es leider auch schon wieder zum Abschiedscocktail in die Panorama-Lounge. Wieder ein Glas Sekt und Canapés. Und dann ging es zum großen Gala-Dinner. Und das war wirklich grandios. Ein kleiner Gruß aus der Küche vorweg. Dann hatten wir ganz klassisch eine Vorspeise, gefolgt von einer Suppe. Nach der Suppe gab es dann einen kleinen Zwischengang, gefolgt von einem Sorbet zum Neutralisieren. Und dann geht es natürlich weiter mit dem Hauptgericht. In dem Fall war das Rinderfilet. Das kann man jetzt hier gar nicht so gut erkennen. Deswegen habe ich es hier einmal angeschnitten. Ihr seht, perfekt der Garpunkt getroffen und dann wunderschön kunstvoll angerichtet. Hier auch das Dessert. Dann gab es noch Petit Four dazu und Käse konnte man sich auch noch am Buffet holen. Und dann noch einen Kaffee oder Espresso dazu. Also wirklich eine riesengroße Auswahl an grandiosem Essen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und danach haben wir dann Koblenz, passiert hier das Deutsche Eck und gegenüber die Festung Ehrenbreitstein. Wunderschön beleuchtet hier für die Christmas Garden Veranstaltung. Das war also auch nochmal ein ganz toller Anblick. Und den Rest des Abends haben wir dann natürlich in der Panorama Lounge verbracht. Noch einmal den letzten Abend an Bord ausklingen lassen. Immer mal wieder andere Schiffe zu sehen, die wir dann teilweise eben so wie hier auch überholt haben, weil wir ein bisschen schneller unterwegs waren. Wir haben ja noch einiges an Strecke zurückzulegen. Dann haben wir eben wieder mal ein paar Getränke, hier gerade einen Schweizer Gin, probiert. Und die anderen Schiffe auf dem Rhein beobachtet, wie im letzten Video schon gesagt, sind hier wirklich sehr, sehr viele Schiffe unterwegs während der Wintermonate. Und hier haben wir wieder Oberwesel und dann wurde es auch Zeit zum Schlafen gehen und wir springen an den vierten und letzten Tag der Reise. Und der beginnt natürlich noch einmal mit einem leckeren Frühstück hier an Bord. Dann hieß es aber auch schon Abschied nehmen von der Kabine und wir erreichen Ludwigshafen direkt gegenüber von Mannheim, heute in dritter Reihe. Ja, müssen durch zwei andere Schiffe hindurch. Ganz interessant, hatte ich mal die Chance, hier so einen Blick in so ein Viking-Schiff hineinzuwerfen. Da kommt man sonst eigentlich quasi gar nicht rein. Viking hat ja unzählige Schiffe, alle exakt gleich. Also das war auch ganz interessant. Die Crew hat sogar unseren Koffer noch von Bord getragen. Wir sind nämlich ein bisschen vor den anderen Gästen von Bord gegangen. Die wurden dann auch kurz danach abgeholt, um auf den Weihnachtsmarkt zu fahren. Aber für uns ging es dann schon wieder zurück in Richtung Mainz. Dazu haben wir die Straßenbahn genommen. In der Nähe vom Anleger am Rathaus abgefahren. Dort gab es dann sogar noch ein Nikolausgeschenk, das fand ich auch ganz süß. Und dann haben wir hier den Mannheimer Hauptbahnhof erreicht. Und von dort aus ging es dann mit einem Regionalexpress zurück nach Mainz, wo wir das Auto stehen hatten. Und so einfach kann man also auch so eine Reise, die eigentlich auf die Bus-An- und Abreise der Schweizer Gäste ausgerichtet ist, wunderbar von Deutschland aus machen. Kann man bei der Buchung ganz einfach angeben, dass man eben individuell anreist und keine Bus-Anreise wünscht. Gibt keinen Preisnachlass. Aber man kann es natürlich trotzdem machen. Und das war's für dieses Video und diese wunderschöne Reise mit der Excellence Countess. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich sehr über Likes, Kommentare oder einen geteilten Link sehr freuen. Wenn ihr mehr Videos von Fluss- oder Hochseekreuzfahrten sehen wollt, dann folgt mir gerne. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen.